Die herzlichsten Grüße aus der Hölle von Sam und Max und mir, dem NRW über 18, und damit herzlich willkommen im nächsten Teil bei meinem Let's Play. Ja, ich hab ein bisschen mir das angeguckt und ich hab so eine leichte Ahnung, was wir jetzt tun müssen. Und zwar werden wir jetzt erst einmal wieder an die Oberfläche gehen. Denn hier unten ist unser Job getan. Und ich möchte jetzt auch so langsam dieses Let's Play zu Ende bringen, damit auch wieder Platz für neue Let's Plays da ist. So, hier raus. Dann hier hoch. Und hier hat sich einiges verändert. Hey Kumpels, komm, wir schmeißen hier deine höllisch gute Junggesellenfete für Lincoln. Eine Fete? Ich bezahle dich nicht, um zu feiern. Ich habe 40 Jahre damit zugebracht, den Mann zu suchen, der meinen Laden verwüstet hat. Die besten Detektive angeheuert. Es wird Zeit, dass du mir sagst, wo er ist. Sag mir, wo er ist! Tja, da ist er. Bosco? Mama? Du hast es also nie für nötig gehalten, mir mitzuteilen, dass dein Verdächtiger mein Sohn war? Ich hielt es für offensichtlich. Du bist derjenige, der die ganze Zeit hinter mir her war? Es war alles nur ein simples Missverständnis. Ja, das ist ziemlich dämlich. Ein Leben lang verfolgt. Und das alles nur wegen eines Missverständnisses. Ich hoffe, du bist nicht wütend, Baby. Wir werden alle ab und zu mal wütend, Mutter. Geh schon mal vor zum Bunker. Ich bring dir dann später dein Abendessen. Ich bin ein Geist, Baby. Ich brauche kein Abendessen. Tu's einfach! Tschüss, Sam und Max. Tja, jetzt wo dieser Fall erledigt ist, werde ich Party machen. Kommst du, Bosco? Party? Teufel auch! Ja! Tja, wir haben Bosco aus der Hölle gerettet. Genauso verrückt wie vorher. Vielleicht sogar noch verrückter. Ja. Und, ja, was soll man dazu noch großartig sagen? Unser De Soto spielt auch schon ganz verrückt. Der De Soto sieht irgendwie anders aus. Ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß. Ja, und Satan ist jetzt auch hier. Hallöchen, Satan! Wie geht's, alter Bock? Unsere finanzielle Lage ist leider recht düster. Ich habe euch doch die Windschutzscheibe geputzt. Oh, ich, hab das Kleingeld wohl im anderen Anzug gelassen. Max? Ich bin nackt. Ja, na gut. Hoffentlich bist du uns nicht mehr böse, weil wir an deinem Rausschmiss schuld sind und so. Böse? Ihr habt mein ganzes Leben zerstört und etwas unsagbar Böses auf die Erde losgelassen und all das aus purer Sorglosigkeit und Gewinnsucht. Das ist mein Fachgebiet. Ich könnte gar nicht stolzer sein. Wie läuft's mit der Jobsuche? Bloß Kleinkram, nichts Vielversprechendes. Nächste Woche wollte mich Rupert Murdoch zurückrufen. Suchst du dir einen neuen Job? Ich muss noch meinen Lebenslauf aktualisieren. Ist ein paar Jahrtausende her. Du solltest auf jeden Fall detailorientiert reinschreiben. Irgendwelche Vorschläge, wie wir die Lauser stoppen könnten? Oh, also stoppen wir sie jetzt, ja? Ich hatte nur gedacht, weil ihr so viel Zeit damit verbracht habt, ihnen zu helfen. Ach komm, Satan. Wir haben doch gesagt, dass es uns leid tut. Oder zumindest haben wir das ganz fest gedacht. Oh, na gut. Ich begann an Macht zu verlieren, als die Leute aufgehört haben, mich ernst zu nehmen. Zu viele komische Fußballmaskottchen und Bildchen auf Grillsoßen. Wenn ihr ihre Pläne vereiteln könnt, dann lasst sie unfähig aussehen. So kann ich einen Übernahmeversuch starten. Die Lauser stehlen dein ganzes Material. Ja, und aus meinen Ruhmestagen noch dazu. Wenn sie in dieser ersten Runde Erfolg haben, kann niemand sie aufhalten. Strulli hat mich angestiftet, klingt einfach nicht so schön. Die Lauser stehlen dein ganzes Ja, das hat man gerade. Strulli...
Wir hätten nicht gedacht, dass du nach deinem Rausschmiss ohne alles dastehen würdest. Ja, nach all diesen Jahren solltest du doch wenigstens eine Pensionskasse haben. Nein, mein einziger goldener Fallschirm ist leider diese Kiste mit all meinen Habseligkeiten. Ich komme mir ein bisschen doof vor, wenn ich an die Milliarden von Versicherungsvertretern und Investmentbankern denke, denen ich im Lauf der Jahrhunderte begegnet bin. Können wir dir eine Decke bringen oder sowas? Macht es euch was aus, wenn ich auf eurem Sofa penne? Nur ich und die Kiste. Wir wollen dir helfen, dass du dir selbst hilfst. Geh. Bleib stark, Satan. Das hast du schon. Du bist ein Überlebenstyp. Okay, schauen wir mal rein, was es da so gibt. Können wir uns ein bisschen was von deinem Kram borgen, Satan? Naja, das geht wohl in Ordnung. Ich wollte ihn auf eBay verkaufen, aber niemand hat geboten. Weißt du, dein Benutzername Vater der Lügen 666 könnte vielleicht was damit zu tun haben. Mal sehen. Schleichwerbung. Eine extra lange Büroklammernkette. Dabei haben die Lauser doch behauptet, du wärst nicht produktiv. Ein Beutel Wurstsnack. Der große Täuscher beweist großartigen Geschmack. Und eine Einkaufsliste auf Firmenbriefpapier. Ich wusste ja, dass du die Wurzel allen Übels bist. Aber Büromaterial der Firma für persönliche Zwecke zu verschwenden, das ist einfach falsch. So, Stinky gehen wir gleich rein. Wir gehen jetzt erstmal hier hinten zur Garage, denn da haben wir Brilli, unseren ersten Übeltäter. So, Brilli. Was glaubst du eigentlich, was du hier machst? Ich werde das tun, wozu Satan nie in der Lage war. Ich werde mir die Seele eines Computers holen. Ha, jetzt nimmst du den Mund noch voll, aber warte erst mal, bis du mich spielen hörst. Mach's besser. Du schaffst das. Spiele, wie du noch nie gespielt hast. Das war mies. Ja. Nun, dann nehme ich einfach... Oh, da wäre noch eine Kleinigkeit. Richtig. In Abschnitt 48, Absatz 5 des Vertrages steht klipp und klar, dass Objekte, die mit weniger als 8 Megahertz laufen, ein Recht auf unendlich viele neue Versuche haben. Ich kann mich nicht erinnern, das gelesen zu haben. Oh, Brilli. Ein Perfektionist wie du macht sich nicht mal die Mühe, das Kleingedruckte zu lesen. Tja, also gut. Ist auch egal, ich werde trotzdem gewinnen. Genau, den Chippy, dem müssen wir helfen. Und zwar schaffen wir das wie folgt. Da habe ich den ganzen Morgen eigentlich für gebraucht. Auch rennen doch schon. Und zwar hier diese Spalte wird auch nochmal nützlich. Und zwar jetzt, die können wir mit der Büroklammer kombinieren und fördern damit etwas zutage. Ruhig, pass auf, lass es nicht fallen. Oh, bitte, um Gottes Willen, lass es nicht fallen. Vorsicht jetzt, du schaffst das, Sam, ich glaube an dich. Ruhig. Gute Hände, jetzt eine Rechts-Links-Kombo. Es ist so nah, ich kann's fast riechen. Sachte. Sei still, Max. Beim Speedrun. So, hier haben wir Timmy Zweizahn. Wie fühlst du dich, Timmy? Oh, ich fühle mich wie auf einem Gut. Immer noch so herrlich am Fluchen. Was machst du hier? Herr Malmtron, passt auf mich auf, bis Papa von seiner Party zurückkommt. Wir spielen Songtext-Quiz. Herr Malmtron ist fast so gut wie ich. Der Junge schummelt. Was machst du hier? Herr Malmtron, passt auf. Ach so, ja. Der Junge... Wieso bleibt das da stehen? Bist du jetzt völlig geheilt? Die Ärzte sagen, es geht mir gut, aber ich habe immer noch meine Anfälle. Bist du alt genug, um zu schreiben, Timmy? Oh, ja. Ich war so oft im Krankenhaus, dass Papa mich zu Hause unterrichtet hat. Bisher habe ich gelernt, Eckzeichen, Sternchen, Rautenzeichen und Ausrufezeichen zu schreiben. Bist du froh, aus der Hölle zurück zu sein? Und wie? Ich bin bloß enttäuscht, weil die Nimmolauser nie im Krankenhaus aufgekreuzt sind. Es war mein letzter Wunsch, sie zu sehen, denn ich bin ihr größter Fan überhaupt.
Nein, Timmy, das ist falsch. Max hat recht. Die Lauser sind böse, niederträchtige Wesen. Und außerdem bin ich ihr größter Fan. Nö, nö. Ihr könnt mich alles über sie fragen. Ja. Wie alt ist Brilli? Offiziell ist er 9 Jahre alt, weil er an einem Schalttag geboren wurde. Tut mir leid, Herr Max, aber ich bin einfach zu gut. Das kannst du schreiben. Max ist der König der Lauser-Ratespiele. Dann zeig, was du kannst. So, wir brauchen nämlich... Wie lautet Glubschis richtiger Name? Oh, einfach. Jeder weiß, dass er heißt. Wie bitte? Ich sagte, er heißt schon wieder verloren. So, diese Information brauchen wir. Allerdings wird diese Information uns weggepiept. Deswegen müssen wir dagegen was unternehmen. Bis später, Timmy. Schönen Tag noch. Mit meinem Trunk können wir jetzt nicht wirklich was besprechen. Hast du mal kurz Zeit? Nein, ihr Idioten. Ich trete gerade in einem Songquiz gegen dieses frühreife Rattenbalg an. Ich sollte wohl jetzt besser Junge, komm bald wieder sagen. Freddy Quinn! Genau. So, mit unserem Mimesweeper-Modul können wir hinten Chippy helfen. Na, renn schon. Oh. Mal rennt er nicht. Kennst du keine besseren Lieder? Es ist ziemlich wichtig. Er ist einfach zu festgefahren. So, deswegen gehen wir ihm... Na, wo haben sie denn jetzt? Ah, doch, war bübscht. Zugangskarte, Kaffeetasse. Knochensäge, Büroklammer. Ah, okay. Bitte, lies zuerst die Lizenzvereinbarung, Sam. Das ist wirklich wichtig. Jetzt fang schon an zu spielen. Und jetzt mach's besser. Bravissimo! Ich glaube, ich habe das Antlitz Gottes gesehen. Du musst zugeben, Brilli. Du bist eben abserviert worden wie ein Spaghetti-Teller auf einer Mafia-Hochzeit. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es ist mir auch egal. Das werdet ihr mir büßen, Sam und Max. Sei nicht traurig. Was würdest du auch mit einer goldenen Geige anstellen? Wenn dieser Fall vorbei ist, kommen Max und ich zurück, um euch Jungs was über die Plop-Kultur zu erzählen. So, einer erledigt, 2 bleiben übrig. Auf geht's zu Sybil. Oh, und der DeSoto geht mir ganz schön auf den Nerv. Oh, Baby, ich werde dich lieben die ganze Nacht. Max, wie ist die Lage? Glubschi schmeißt sich an Sybil ran, sie ist völlig hin und weg. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht an frühzeitiger Demenz leide. Die alte Steinfratze kannst du vergessen. Glubschi ist jetzt der einzige Mann, den du brauchst. Oh, Glubschi. Ei. Tja, Freunde. Und wie es hier weitergeht, jetzt bin ich schon ganz aus der Fassung, das zeige ich euch im nächsten Teil. Also, dranbleiben, sage ich da nur. NRW bei 18, adieu.